Dieter ist auf unserer Seite. Aber Strelitz nicht. Der mag die Männer von der SS nicht, aber ehrlich gesagt, sie noch viel weniger. C'est un médecin dont vous avez besoin? Allez au bistrot chez Camille et demandez le docteur Bizet. Bonjour, docteur. Pneumonie. Verdammt, wie lange brauchen die denn für die Tournee? Was? Zurück damit, Mann! Die sind schon schneller geworden. Tod ist tot. Vous êtes des Juifs. Vous les finir pendu à un arbre aussi. Ich hätte einen Abgang machen sollen. Ich sollte nicht hier sein. Was redest du denn für einen Stuss? Wie viele Männer haben wir verloren? Fünf? Sechs? C'est une crapule, man. Ce n'est pas un membre de la police. Satisfait, ouais. Je vous présente votre nouvel adjoint de police. Schadensmeldung, Ellie. Nur mit den Batterien gibt's ein Problem. Nach den letzten Berichten sollte ein Versorger in Quadrat Cäsar Bruno 95 stehen. Nehmen Sie bei UKW Kontakt zu dem Versorger auf. Sagen Sie denen, dass unser Codename Skorpion ist. Aber das ist der Codename von U612. Duval, que savez-vous au sujet d'un paysan pendu devant sa ferme, près de Saint-Rémy? J'ai déjà en parlé à Monsieur Deschiquier. Dites-lui de venir me voir. Taquet sera là. Der Kriminalrat Forster? Ja. Ganz in Zivil? SS-Standartenführer Gustav Eckermann. Was kann ich für Sie tun? Verzeihen Sie bitte den unangekündigten Einmarsch. Ja, natürlich. Der Reichsführer SS Himmler hat eine allgemeine Inspektion angeordnet. Und jetzt, wo das ganze Land unter unserer Führung ist, reise ich quer durch Frankreich und überprüfe, wie man hier und da Rationalisierungen und Umstrukturierungen am besten umsetzen kann. Verstehe. Und wie Einzelne an das große Ganze passen. Sollen wir alles beim Mittagessen besprechen? Ich habe mir bereits erlaubt, Ihre Sekretärin zu bitten, einen Tisch für uns zu reservieren. Können wir? Sehr gern. Guten Tag. Ja? Herr Kapitän, Nachricht aus Lorient. Von einem Versorger in Quadrat Cäsar Bruno 95. Skorpion? Die stehen doch in ständigem Kontakt mit Lorient. Das kann nicht Wrangel sein. Sein. Und dann könnte Wrangel vor ihm da sein. Meldung an Lorient. Wrangel soll am Versorgungsschiff auf von Reinhardt warten und ihn da abfangen. Bei momentaner Geschwindigkeit noch mindestens eine Stunde bis zur von Lorient gemeldeten Abfangposition, Herr Kapitän. Dann wollen wir doch mal sehen, aus was für einem Holz die Jungs geschnitzt sind. Holen Sie alles aus den Dieseln raus, Ellie. Wir laufen schon mit maximalen Drehzahlen. Die halten das aus. Sie auch?
je peux. Na dann, Prost, oder besser Santé. Ist nicht gut besucht. Essen ist teuer für die Franzosen. Umso mehr Leckereien für uns. Voilà, Monsieur. Foie de Beau. Kalbsleber. Einfach, aber exquisit. Bon appétit. Wahrscheinlich einer der Vorzüge dieser Stationierung. Mhm. Es war aber nicht immer alles nur Genuss der hohen Küche, oder? Die Entführung von Fregattenkapitän Gluck. Mhm. Ausgezeichnet. Mhm. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, Berlin hat an meiner Arbeit nichts auszusetzen. Nein. Nein, nein. Wir denken sogar über eine Beförderung nach. Ihr Name wird in Berlin in den höchsten Kreisen erwähnt. Sie haben Härte, Einfallsreichtum und, was das Wichtigste ist, Effizienz bewiesen. Und da finden wir es nachgerade tragisch, wenn Ihre Qualitäten in Zukunft nur noch an betrunkene Matrosen vergeudet würden. Unsere militärischen Erfolge im Osten ziehen natürlich administrative Aufgaben nach sich. Und wir haben nach wie vor ein großes Problem. Es gibt einfach zu viele Juden, als dass wir sie alle unterbringen könnten. Es ist ja jetzt schon ein verwaltungstechnischer Albtraum, wie Sie ja wissen. Und nach sorgfältiger Analyse des Problems haben wir einen Plan. Einen neuen, sehr ehrgeizigen Plan für die soziale Umorganisierung ausgearbeitet. Und wenn Ihre Säuberung hier erfolgreich abgeschlossen ist, könnten wir Sie mit dieser Aufgabe betrauen. Das klingt reizvoll. Das ist eine sehr große Herausforderung, alleine wenn man die immensen Zahlen bedenkt. Ich bin bereit für neue Herausforderungen. Ja gut. Da ist der Dampfer! Wie abgemacht! Versorger voraus! Versorger voraus! Beide Maschinen voraus, halbe Fahrt. Mann auf Brücke! Beide Maschinen voraus, halbe Fahrt! Beide Maschinen voraus, halbe Fahrt! Ich bin froh, von diesem Kahn runterzukommen. Wie lange brauchen wir noch, bis wir festmachen? Sie bleiben an Bord. Ich muss mich mit dem Oberkommando der SS in Verbindung setzen. Ich habe gesagt, Sie bleiben an Bord. Wenn Sie meinen Befehlen nicht Folge leisten, werden Sie unter Arrest gestellt. Strasser Lautrup, Sie kommen mit mir. Fischer, sorgen Sie dafür, dass niemand von Bord geht. Jawohl, Herr Kapitän. Was war da los mit dem Bauern in Saint-Rémy? Nichts, ein Missverständnis. Und die Sache mit von Reinhardt? Tja, er hat das Vertrauen in seine Person und Position auf das Widerlichste missbraucht. Die Sache mit seiner Frau ist natürlich tragisch. Sie hat das einzig Richtige getan und sich umgebracht. Sonst hätten wir viel zu spät über die heimtückischen Absichten ihres Mannes erfahren. Und Gluck? Ich hab's noch nicht übers Herz gebracht, ihm das von Reinhardts Frau zu erzählen. Beiden standen sich nahe, das wird ihn besonders hart treffen. Natürlich. Und Sie? Sie haben keine Frau oder Freundin? Nein. Nein? Ist wahrscheinlich besser so. Keine festen Bindungen. Eine Sache noch. Das äußere Erscheinungsbild ist sehr wichtig, Sturmbannführer. Oder?
Vielleicht ja sogar bald Kommandeur der Sicherheitspolizei Forster. Herr Kriminalrat? Ja. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Manöver abbrechen! Park, Steuerbord, beide Maschinen voraus, AK! Kapitän! Wollen Sie Ihre Tante wiedersehen? Park, Steuerbord, beide Maschinen voraus, AK! Der dreht ab. Auftauchen. Beide Diesel voraus, AK! Kapitän, aber das ist doch einer von uns! Stella L.I. Stella L.I. Stella L.I. Noch eine Windumdrehung, aber nicht mehr! Sonst fliegt uns die Scheiße um die Ohren! Die sind schon im roten Bereich! Achten Sie auf den Spielöldruck! Wir werden überlastet! Druck steigt über 50 Bar! Scheiße! Deckgeschütz klar machen. Deckgeschütz klar machen! Das ist alles, L.I. Scheiße! Jetzt nur nicht nachlassen! Sofort zurück auf Ihren Posten, Obermaschinenmann! Gehen Sie ihm nach! Herr Kapitän, hauen wir vor unseren eigenen Kameraden ab. Schneller, 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 schneller. Feuer! Feuer! Die Maschine! Mach Platz! Gib ihn hoch, gib ihn hoch! Raus mit ihm! Raus mit ihm! Die verlieren Fahrt. Neuer Kurs 180. Das ist ein Befehl, Fischer. Jawohl! Herr Kapitän! Neuer Kurs 180! Hol den Smut! Hol den Smut, verdammt nochmal! Desinfizieren, L.I. Sieh doch mal die Spannungsregler überprüfen. Lutz ist tot.
haben Sie ihn. Er ist entkommen. Ich weiß, wie schmerzhaft es ist, von einem Freund verraten zu werden. Aber das Private muss jetzt hinten anstehen. Tun Sie, was die Situation erfordert. Sie haben nur noch eine Option, Herr Fregattenkapitän. Forster, da sind 40 gute Männer an Bord. Ja, beim Auslaufen waren Sie das vielleicht. Und was ist mit der Fracht? Berlin wird nicht sehr erfreut sein über den Verlust. Und uns beide lässt es auch nicht so gut aussehen. Augenblick. Ihr Kommandant hat die Operation sabotiert. Überlegen Sie sich das mal! Was für ein Licht das auf Sie wirft! Ich kann Ihnen hier nur raten, hart und effizient zu sein. Wie viele U-Boote werden Sie verlieren, wenn von Reinhardt sein Boot und die Codes dem Feind übergibt? Sie müssen Dönitz dazu bewegen, den Versenkungsbefehl zu erteilen. In der Lage. Sie sind sich nicht sicher, dass Lüders was? Wir können noch einen Versorger ansteuern. Da kriegen wir alles, was wir brauchen. Wir sind jetzt auf seiner Spur und wir stoppen für nichts und niemanden, ist das klar? Lüders, Sie sind stellvertretender LI. Jawohl. Herr Kapitän. Was? Bei allem Respekt, aber ich glaube... Kümmern sich jetzt um die E-Maschinenbrote. Die müssen auf vollen Touren laufen, bis die Diesel repariert sind. Verstanden? Nachricht aus Lorient. Herr Kapitän? Und Grote, geben Sie dem LI seine Medizin. Sieg heil, Herr Kapitän. Sieg heil, Grote. Vom Flottillenchef, Herr Kapitän. Offiziersschlüssel. Kapitän, bitte erklären Sie uns das alles. Muss ich Sie daran erinnern, dass ich der Kommandant dieses Bootes bin? Fischer. Wenn Sie noch einmal einen Befehl von mir in Frage stellen, entgebe ich Sie Ihres Postens. Ist das klar? Jawohl, Herr Kapitän. Ist das klar? Jawohl, Herr Kapitän. So viel zur geringstmöglichen Hierarchie an Bord.
paysan à Saint-Rémy des Jéquiers. Il aidait les réfugiés à filer. Je l'ai pendu là comme un avertissement. Nous sommes la police. Nous faisons respecter la loi. Nous sommes tenus par elle. Une procédure régulière, un procès. L'apparence d'une justice équitable, ce capital compris. Compris ! Oui, monsieur. Tant que c'est moi qui commande ici, nous ferons les choses dans les règles. À vos ordres, monsieur. Je suis désolé. Je dois le détacher. On s'en occupe. Il faut soigner votre apparence. Vous êtes un officier auxiliaire allemand. Vous ne pouvez pas travailler pour moi et avoir l'air de ça. Il y a un tailleur rue de la Chapelle. Faites-vous faire un costume et faites-le mettre sur ma note. Oui, monsieur. Monsieur, je serai toujours là pour vous aider. Vous avez dormi? Il va mieux. Laissez-moi seul avec lui, vous l'avez déjà veillé une bonne moitié de la nuit. Doucement, s'il vous plaît, avec le corps du défunt. Installez ici. Merci. Comme ça, doucement. Encore une victime inutile. Allez. Allez-y, amenez-le à l'île. Il n'arrive pas à boire. La fièvre a encore monté? Oui. Elias. Elias. C'est une convulsion. Elias. C'est à cause de la fièvre, David. Qu'est-ce qu'il y a? Elias. Il respire encore. Rafraîchissez-le. Il faut faire baisser sa température. Vous allez tomber nez à nez avec eux. On n'a pas vraiment le choix.
Frangel kann keine Zaubertricks von dir erwarten. Jetzt nimm mal deine Freiwache. Ich mach das hier. Kolbenringe an die Kolbenbolzen ausgetauscht. Und die Zylinderdecke Schrauben kontrolliert, wie sie gesagt haben. Dann gibt's ja nur noch eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Die sind überflutet. Und was machen wir dann? Kraftstoffdruck reduzieren und? Drossel weg. Worauf warten Sie denn noch? Sie laufen wieder. Bin mir nicht taub. Beide Maschinen voraus, AK. Beide Maschinen voraus, AK. Ich hab's doch gewusst, Pips. Alles nur kleine Jungs hier. Ich brauche Männer an meiner Seite. Wenn Sie wieder auf dem Damm sind, Ehrenberg, dann will ich Sie in der Zentrale sehen. Kleiner. Man entfernt den Sicherheitsstreifen. Dann drückt man diesen Teil des Stifts zusammen. Drin befindet sich eine Ampulle mit Kupferchlor. Diese beginnt jetzt einen Draht zu zersetzen. Und wenn der Draht zersetzt ist, geht das Ding hoch. Also, wenn ich hier drücke, hey! Dann ist die Monty scharf. Wir haben eine halbe Stunde, um da rauszukommen. Haben Sie schon mit Fischer gesprochen? Hatte noch keine Gelegenheit. War auf Wache. Verdammt, in 20 Grad. Wir müssen sofort tauchen. Alle! Was ist das? Hey! Alarm! Na, Ruhe, Kackenkammer auf dem Kahn! Flug ist zu. Feindliche Schiffe in 20 Grad. Gegnerpunkt Linkslage 30. Wie viele? Mindestens 2. Geschwindigkeit 50 Knoten Entfernung, 5 Seemeilen. Auf Zero-Tiefe. Vorne unten 10, hinten unten 5. Bootsteuer Zero-Tiefe. Wie viel Kapazität haben wir? Maximal 10%. Ja, Gruppe.
Torpedos klar machen? Es sind zu viele. Ich sehe drei Korvetten. Wir würden nur auf uns aufmerksam machen. Denken Sie, die haben uns noch nicht gesehen? Wer weiß, ich denke nicht. 120 Meter gehen. Kapitän, die Batterien sind fast leer. Ich hatte keine Zeit, die aufzuladen. Und für den Destillat würde ich meine Hand ohne ins Feuer legen wollen. 120 Meter gehen. 120 Meter, Herr Kapitän. Vorne unten 20, hinten unten 10. Meter, Boot fällt. 50 Meter, Boot fällt. 80 Meter, Boot fällt. Schraubengeräusche in 355 Grad. Schraubengeräusche in 355 Grad. Wird lauter. Wird lauter. Peilung steht. Bootstart 120 Meter. Schleichfahrt. 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 Oh Gott, oh Gott. Schnauze, Kleiner. Schleichfahrt. Vielleicht haben die uns wirklich nicht gesehen. Mirabo, Mivorar. Elom, Ulolme, Olmayo. Isborar. Eishtaba. Eishpoa. Eishroman. Eishnase. Eishadar. Eishsale. Eis Alal. Je mets des coups de chaud, Berirou. Omen. Hello. Nicole, Birosso. Echirosso. Touche Berosso. Veneromoso. Tamiron, Beolmo, Veimrou. Omen. Vom Amerikaner, dass er ihn für uns gefunden hat.
Klarmachen zum Tauchen. Klarmachen zum Tauchen! Verdammte Scheiße, Sam, treibt sie sich zusammen! Deshalb ehrlich ist das! Ruhig. Ganz ruhig. Die haben uns überlaufen. Die haben uns überlaufen. Schraubengeräusche in 165 Grad. Schraubengeräusche in 165 Grad. Wandert weiter aus. Wandert weiter aus. Keine Sorge. Das hält der Druckkörper aus, solange die nicht in Auer liegen. Zweites Schraubengeräusch hin. In 30 Grad. Zweites Schraubengeräusch in 30 Grad. Und zwei klar machen zum Unterwasserschutz. Auf Gefechtsstation! Rohre 1 und 2 klar machen zum Unterwasserschuss. Herr Kapitän, was haben Sie vor? Eine versenkte Tonnage erhöhen. Die Korvetten wissen nicht, dass wir hier sind. Angriff auf die mittlere Korvette. Heilung 300. Lassen Sie die doch den Auftrag für uns erfüllen. Ich will den Verräter lebendig haben. Bug links, Lage 30. 15 Knoten, Entfernung 50, 100. Und warum? Um zu beweisen, dass Sie der bessere Kommandant sind? Rohre 1 und 2, los. Ach, der Lampen! Schießt ihr das ab? Elite-Schatzmeldung! Laubeine Schatzmeldung! Schießt ihr das hier ab, endlich? Der Maschinenraum klar! Was soll wohin der Offiziersmesse? Die Korvette wurde getroffen! Eine Korvette wurde getroffen! Treffer. Jetzt habt ihr auch mal Blut geleckt, die Jungfrau, ne? Das sind Kameraden! Ein anderes U-Boot! Scheiße! Die Korvette sinkt genau über uns! Beide Maschinen voraus! Große Fahrt! Wir haben fast keine Batterien mehr! Leere Batterien oder 2000 Tonnen Stahl, die uns zerspettern. Große Fahrt voraus! Beide E-Maschinen voraus, große Fahrt! Hallo, schneller, schneller, schneller! Links, große Fahrt! Das sieht so aus, als ob seine Freunde auch mitspielen wollen. Wir bleiben auf Seerohrtiefe. Hart Steuerbord. Hart Steuerbord. Kommt immer noch Wasser durch. Ja, Kapitän! Schraubengeräusch hat sich geteilt. Wenn dann jetzt unterschiedlich aus. Wir suchen das andere U-Boot. Wer ist so verrückt, sich mit drei Korvetten anzulegen? Fahren. Schraubengeräusch wird lauter. Komm näher. Rohre 3 und 4 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohre 3 und 4 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohre 3 klar machen. Rohre 4 klar machen, Männer. Fünf, hier. Das rechte! Gott! Schraubengeräusch in 60 Grad. Wird schnell lauter. Schraubengeräusch in 60 Grad. Wird schnell lauter. Die kriegen wir auch. Aber zuerst kümmern wir uns um die Korvette, die die anderen unter Wasser hält. Schraubengeräusch wird immer lauter. Zerstören Sie die Korvette, die auf uns zukommt. Drei Korvetten gleichzeitig, das hat bisher noch kein U-Boot geschafft. Bis jetzt. Wird immer lauter, Peilung steht. Torpedos klar? Und ein Bereich zum Unterwasserschuss! Los, wir halten! Probier zum Unterwasserschuss! Rohr 3 und 4 klar gemacht zum Unterwasserschuss. Rohr 3 und 4 klar zum Unterwasserschuss. Kommen Sie doch in mein Wohnzimmer, sagte die Spinne zur Fliege. Rohr 3 los, Rohr 4 los. Rohr 3 los, Rohr 4 los. Wir müssen auf Tiefe gehen. Geduld, Ellie. Hard Backboard. Hard Backboard. Hard Backboard. 61. Ja.
Schiffe verloren. Der Kapitän, das zweite Schiff wurde versenkt. Das letzte wandert aus, nach rechts. Jetzt jagen Sie, Frangel. Ich schätze, er ist ziemlich scharf drauf, uns das Leben zu retten. Jetzt sind wir denen was schuldig, Herr Kapitän. Klar machen zum Aufdruck. Jetzt können die was erleben. Die bekommen wir dran. Das Ausweichmanöver hat uns den Rest gegeben, Herr Kapitän. Wir haben keine Leistung mehr. Statisch auftauchen. Anblasen. Dann können wir gleich winken. Damit verraten wir unsere Position. Dann müssen wir hoffen, dass sie woanders hinschauen. Na gut. Anblasen! Anblasen. Unter 10, Boot steigt. Meter, Boot steigt. 60 Meter, Boot steigt. 30 Meter. 1 wie das Unmögliche möglich, L.I. Rohr 1 und 2 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohr 1 und 2 klar machen zum Unterwasserschuss. Warum sind Rohr 1 und 2 nicht zusammengehalten? Schraubengeräusch wird immer lauter. Schraubengeräusch wird immer lauter. Kaum Peilungsauswanderung. Sind die Torpedos endlich klar? Ein Verletzter beim Nachladen im Bugraum. Beide Maschinen voraus, AK Ehrenberg. Auf 130 Meter gehen. Alle mit voraus! Meter Boot fällt. Schleichfahrt. Ist die da? Jetzt holt er uns. Schraubengeräusche in 120 Grad. Lauter werdend. Umdrehungen werden geringer. Boot steuert 130 Meter. Gerettet und jetzt rettet er unseren. Und wenn ich eins über ihn weiß, dann, dass er ein Mann von Prinzipien ist. Herr Kapitän, wir können die ohne Probleme zusammen ins Kreuzfeuer nehmen. Der Einzeljo hat recht. Wir sind denen was schuldig. Das sind unsere Kameraden. Herr Kapitän, wenn Sie es nicht tun, tu ich's. Beide Maschinen voraus. AK. Beide Maschinen voraus. AK. Er ist nicht hier! Er ist nicht hier! Er ist tot! Aber nicht dein Maul!
Da haben Sie wohl von Reinhards Ehrenhaftigkeit überschätzt. Aber passt doch. Sie gehen drauf, weil Sie darauf vertraut haben, dass Ihr Mann seinen Prinzipien treu bleibt. Ich schwöre, wenn ich hier lebend rauskomme, dann finde ich dich von Reinhards. Auch wenn es das Letzte ist, was ich... Y a quelqu'un ? Cognac. Je viens de l'enterrement d'un enfant. C'est la journée des enterrements, on dirait. Enfin, j'aurais entendu parler si un enfant était mort par ici. La famille voulait de la discrétion. Vous connaissiez Jean-Luc Puget ? Je le connaissais, oui. Je vous ai vu ? Chez lui, aujourd'hui. On m'avait donné son nom, en me disant qu'il pouvait m'aider. C'est sûrement ce qui l'a tué. Il connaissait les risques. Vous étiez proche de lui? On peut dire ça, oui. C'était mon frère. Je suis désolée. Sorgen Sie dafür, dass die Mannschaft mithören kann.
andere U-Boot ist beauftragt, uns zu versenken. Warum? Haben Sie vor, überzulaufen? Das ist die einzige moralische Option, die wir noch haben. Aber ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen, Sturmbannführer. Ich verstehe, dass Sie ein Verräter sind. Auf all den Schiffen, die wir abschießen, sind Männer wie wir, Frauen, Kinder. Wenn wir alle versenkt haben, mehr getötet haben als der Feind, welchen Sieg haben wir dann errungen? Wollten Sie unser Boot dem Feind übergeben? Und dem Feind die Möglichkeit liefern, Ihre eigenen Kameraden zu töten? Wenn Dönitz einen Waffenstillstand aushandeln muss, dann ist dieser Krieg vorbei. Dann hört das Töten auf. Halt's Maul! Das Credo eines Feiglings. Fischer, können Sie das Kommando übernehmen? Ja, Sturmbannführer. 1WO, meine Loyalität haben Sie. Ja, meine auch. Gut. Als erstes fahren wir zurück und helfen unseren Kameraden. Dann bringen wir unseren Auftrag zu Ende. Und Sie? Sie sind Ihres Kommandos enthoben, Herr Kapitän.